Am 27. Januar vor 20 Jahren ist unser Ministerpräsident Franz Meyers, aus Mönchengladbach stammend, verstorben. Und zu diesem Jahrestag ist der aktuelle Ministerpräsident Hendrik Wüst nach Mönchengladbach gekommen, mit Weggefährten, mit Freunden, mit politischen Freunden von Franz Meyers. Und wir haben uns an ihn, an sein politisches Wirken erinnert. Ja, wenn man Ministerpräsident wird und sich ein bisschen mit den Vorgängern auseinandersetzt, mir ist der Politikstil, der Franz Meyers zugeschrieben wird, ich habe ihn ja selber nicht erleben können, ist mir sehr sympathisch, nämlich anpackend, problemlösend. Auf der anderen Seite aber auch ein Stück Landesidentität erhalten und prägen wollen, was sein Anspruch war. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die ein Ministerpräsident immer machen muss. Ich glaube, mein Großvater hätte sich sehr gefreut, wenn er gesehen hätte, wie viele Leute hier hinkommen heute an seinem 20. Todestag, zumindest um an ihn zu denken. Und ich glaube, das zeigt auch, dass er in einer Zeit hier das Land regiert hat, in der es wichtig war, an Strukturwandel zu denken. Und ich glaube, dass die Leute das heute immer noch wissen, dass er damit angefangen hat. Und er hätte sich gefreut und wir als Familie freuen uns auch. Franz Meyers, einer der Macher der ersten Umweltgesetze. Ganz wichtig, Thema Strukturwandel, die er damals schon beantwortet hat, die Fragen mit dem Thema Bildung, mit der Gründung von Universitäten im Ruhrgebiet. Aktuelle Themen, die auch heute im Strukturwandel eine Rolle bei uns im Rheinischen Revier spielen. Oder das Thema Sicherheit. Als Sohn eines Polizisten lag ihm das immer am Herzen. Und das ist natürlich nach wie vor auch ein großes Thema im Land. Also ist es nicht nur ein Zeichen der Wertschätzung oder ein Blick zurück gewesen, sondern auch Erinnerungen, auch viele Hinweise an die Herausforderungen der Gegenwart.